Herzlich willkommen zum zweiten Tag auf dem Vennbahnradweg. Wir bewegen uns jetzt von der Altstadt in Monschau, wo wir übernachtet haben, erstmal wieder zum Vennbahnradweg. Das heißt, wir müssen jetzt auf 2,05 Kilometern 100 Höhenmeter überwinden. Und dann, wenn wir oben angekommen sind, geht es weiter über Röttgen-Lammersdorf nach Aachen. Das sind heute ungefähr so etwa 53, 54 Kilometer. Los geht's! In 20 Metern rechts auf Laufenstraße. Ja, schweißtreibende Angelegenheit. Wir wollten die 100 Höhenmeter von Monschau Altstadt oben auf den Vennbahnradweg ein bisschen abkürzen und sind jetzt hier mehr oder minder auf einem Feldweg gelandet. Naja, vielleicht ist es auch eher ein Wanderweg, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht auch vom Eifelsteig, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr spannend, hier mit dem Fahrrad den Berg raufzukommen. Teilweise habt ihr das ja auch schon gesehen, da mussten wir einen Baum überqueren. Und jetzt geht es hier an eine Schiebeaktion. Gott sei Dank sind wir zu dritt. So, nachdem wir uns jetzt über den Wanderweg durch das Wohngebiet den Weg zurück auf den Radweg der Vennbahn erkämpft haben, geht es jetzt weiter. Es ist relativ kühl heute Morgen. Ich glaube, es soll auch insgesamt nur 18 Grad geben. Und ja, man merkt schon, es ist ein relativ steifer Wind. Wahrscheinlich werfen wir jetzt gleich wieder die Jacke über, denn das wird sonst einfach zu kalt. Eben sind wir in Lammersdorf gewesen und fahren jetzt, ich glaube, Richtung Vossenack. Hier entspannt mit 20 km/h den Berg runter. Schön durch den Wald. Super, super angenehm. Die Zahl 36 sagt uns, ja, es sind noch 36 Kilometer, bis wir am Ziel sind. Ich meine, wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden unterwegs. Wie viele Kilometer kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen, aber es fährt sich natürlich jetzt hier super entspannt, weil man muss nichts tun. Man fährt ganz locker mit 20 Kilometern herrlich durch den Wald und den Berg herunter. Bei Kilometer 33 sind wir jetzt hier im Röttgen, fahren jetzt hier weiter auf dem Ravel 48. Das ist einfach fantastisch. Vor allen Dingen das Tollste ist, man rollt einfach, ohne irgendwas tun zu müssen. Der Bahnhof Rähren liegt jetzt hinter uns. Wir hätten die Möglichkeit gehabt für einen Stopp, haben wir aber nicht genutzt, weil wir vorher Mittag schon gemacht haben. Und ja, jetzt geht's weiter. Mittlerweile sind wir in den Ausläufern von Aachen angekommen. Schmidthof stand da gerade. Ja, und es geht hier wunderbar weiter auf dem Vennbahnradweg. Wir sind jetzt gerade an dem Schild 4 Kilometer vorbei, das heißt, wir brauchen jetzt noch 4 Kilometer, bis wir am Ziel sind. Eigentlich ein schönes Gefühl, aber seit wir im Stadtgebiet Aachen sind, ist das Radfahren bei weitem nicht mehr so entspannt. Sehr, sehr viele Leute, teilweise recht rücksichtslos. Und die Radwege sehr voll, sehr viele Ampeln, gar nicht mehr so angenehm und schön zu fahren. Aber es sind ja nur noch 4 Kilometer. Das werden wir dann auch noch schaffen. So, nach einem leckeren Eis im Zentrum von Aachen sind wir jetzt in unserer Unterkunft hier in Aachen angekommen. Hier werden wir übernachten und morgen geht es dann auf den letzten Teil Das ist dann nicht mehr der Vennbahnradweg, sondern das ist unsere, ja, sozusagen Abfahrt aus Aachen oder die Abfahrt vom Vennbahnradweg wieder zurück gen Heimat.